furchtbar schwarzen Seele, aber in einer wunderschönen Haut und umgekehrt. Das heißt, so ganz stimmt es nicht immer, und wie sehr es stimmt oder nicht stimmt, werde ich Ihnen ein bisschen näher zu bringen versuchen. Ich habe bin da eingestiegen ins Internet unter der Fragestellung Haut, Spiegel der Seele. Und da ist vor 2 Jahren ein sehr schöner Artikel erschienen von der Deutschen Gesellschaft für psychosomatische Medizin, wo sie einfach Hautkranke und Hautgesunde untersucht haben und festgestellt haben, dass Personen mit psychischen Erkrankungen sehr viel häufiger Hautkrankheiten haben und Hautpatienten, die Hautprobleme haben, auch sehr häufig psychisch stark belastet sind. Also, Sie haben die Frage beantwortet, ja, Haut ist Spiegel der Seele. Bin dann weitergegangen, geht ja heutzutage ganz einfach im Internet, man sucht einfach unter diesem Stichwort, warum die Haut kein Spiegel der Seele ist, bin ich auch dann auf das genau das Gegensätzliche gestoßen. Nur, es ist nicht das Gegensätzliche und das möchte ich Ihnen da ein bisschen abhandeln. Professor Uwe Gieler hat eine Abteilung für Psychodermatologie, also für diese beiden Verbindungen Haut und Seele in der Universität in Gießen in Deutschland. Und er hat in diesem Artikel Folgendes geschrieben. Menschen, deren Haut krank ist, sind oft psychisch auch angeschlagen. Verständlich, und darauf gehe ich dann immer wieder ein. Fängt die Haut zu jucken oder schuppen an, weil man niedergeschlagen ist? Er sagt, beides ist denkbar. Die Beziehungen zwischen Haut und Seele, zwischen Haut und Psyche sind vielfältig und komplizierter als das Bild vom Spiegel der Seele. Und wenn man dann ein bisschen in die Dermatologie hineinsteigt, also die Dermatologie, die Lehre von den Hautkrankheiten und Neurologie, dann kennen wir alle das Krankheitsbild der Neurodermitis, wo das Ganze ja ganz verknüpft ist, im Namen schon, Nerven und Haut. Und von diesem Krankheitsbild, das oft über Jahrzehnte die Betroffenen das ganze Leben lang begleitet. Da wissen wir, dass sich eine sehr starke Stressbelastung auch auf die Haut auswirken kann. Und zwar wissen wir es bei dem Krankheitsbild ganz genau inzwischen, weil wir wissen, dass der Stress, dass durch Stress bestimmte Hormone im Gewebe, im Nervengewebe, sogenannte Neuropeptide freigesetzt werden, die dann Botenstoffe im Nervengewebe sind, die greifen das Immunsystem an und gelangen so bis in die Haut und machen dort ihre Veränderungen. Stress kann aber auch, das Positive vielleicht, kann aber auch Symptome im Körper unterdrücken. Das heißt, für manche Krankheitsbilder und für manche Patienten ist Stress sogar heilsam und wirksam. Wenn man jetzt halt fragt, Ursache oder Wirkung, dann wissen wir alle, gibt es Ärger mit dem Chef, Streit mit der Freundin oder der Gattin vielleicht sogar, hoher Zeitdruck, das kann die Haut aufblühen lassen. Die verschiedensten Krankheitsbilder bei Jugendlichen, die Akne kann sich verstärken und so weiter und so weiter. Wir sind zusammenhängende Wesen, man kann Haut und Seele nicht einfach trennen, die gehören zusammen. Nun, ich beginne ein bisschen mit Bildern. Es sind nicht die für uns im Alltag, im dermatologischen Alltag, wir stumpfen ab, ich gebe es offen zu. Das heißt, ich habe gesagt, dem Fotografen gesagt, schicken Sie mir 2, 3 Bilder von Schuppenflechte, sollen nicht die schiersten sein. Es sind für ihn nicht die schiersten. Ich will den Begriff auch gar nicht verwenden für Hautkrankheiten, die sind für mich nie schier. Aber für den Betroffenen ist es kein schönes Zustandsbild. Schuppenflechte, würden Sie darunter leiden? Nona, wer das nicht tut, der lügt. Würden Sie damit ins öffentliche Bad gehen? Bis vor wenigen Jahren hat in Wien in den meisten Bädern für Psoriasis-Patienten Badeverbot geherrscht, weil diese Betroffenen ja störend sind im Anblick. Würden sie sich verschicken? Viele Patientinnen und Patienten vergraben sich mit diesen Krankheitsbildern. Hier ein Patient, der hat die Krankheit eigentlich ganz mild. Es sind nur die Ellbogenpartien betroffen, die kann man nicht abdecken. Es sind die Nägel ganz, ganz leicht betroffen. Sie sehen es ein bisschen am Daumen, Sie sehen es am vierten Nagel. Der hat einen Beruf als Lehrer und er sagt, ich kann nicht mehr in der Klasse drinnen stehen. Ich habe immer den Eindruck, alle Schülerinnen und Schüler schauen nur auf meine Nägel und sehen, wie furchtbar das ausschaut. Er leidet mehr als andere das betrachten, aber für ihn ist der Leidensdruck sehr, sehr groß. Das Fragezeichen, nur schuppende Flecken am Ellbogen oder ungepflegte Nägel, die sind nicht ungepflegt. Die stören den Betroffenen ganz massiv. Verständlich.
Man fragt sich dann also, ist die Psoriasis, die Schuppenflechte, nur eine Hautkrankheit? Sie können sich vorstellen, wie diese Patientinnen und Patienten sich in der Haut fühlen. Der Leidensdruck ist also für viele Betroffene sehr, sehr groß. Die psychische Belastung beträchtlich, die Seele leidet mit und das verschlechtert auch wieder das Hautbild. Und wenn man dann so Statistiken anschaut, hier etwa eine Studie über 1500 Patientinnen mit so einer Schuppenflechte, einer sogenannten Plaque Psoriasis, die alle mehr oder weniger stark betroffen waren. Ich gehe jetzt hier nicht auf die Details ein, aber ein Drittel der Patienten hat eine sehr, sehr große Beeinträchtigung im täglichen Leben, im sogenannten DLQ1, das ist ein Befindlichkeitsindex, wie man sich in seiner Haut fühlt, einen sehr, sehr negativen sogenannten DLQ1 abgegeben. Das heißt, die Patientinnen und Patienten leiden wirklich, und zwar nicht nur heute und morgen, sondern vielfach über Jahre und Jahrzehnte. Gehe ein bisschen weiter, ich komme dann auf die Lösungen für diese Krankheitsbilder, möchte Sie aber ein bisschen durch diese drei Krankheitsbilder mitnehmen. Patienten mit Neurodermitis oder, wie wir auch teilweise sagen, aus dem Amerikanischen herüber, atopische Dermatitis, beide Begriffe gibt es im Moment, sind gültig. Sie sehen, das kann beim kleinen Kind anfangen. Das kratzt sich häufig blutend, vor allem in der Nacht. Die Eltern können nicht, das Kind kann nicht schlafen, die Eltern können nicht schlafen. Sie können sich vorstellen, wie belastend das ist. Mittlere, junge Bursch, jugendlichen Alter, der will vielleicht bestimmte Berufe ergreifen. Da sagt man ihm, das solltest du nicht machen, das darfst du nicht machen, das kannst du nicht machen und so weiter und so weiter. Eine große Belastung und dann die Patientin ganz rechts. Sie sehen, dass diese Patientin leidet. Und zwar nicht nur unter dem Juckreiz. Sie hat viele Infektionen. Das heißt, diese Neurodermitis kann eine sehr belastende Krankheit sein. Beginnt oft schon im Säuglingsalter, steht oft über Jahre und Jahrzehnte an, belastet also den Betroffenen wirklich mit leicht reizbarer Haut. Diese Patientinnen und Patienten haben häufig auch zusätzlich noch Heuschnupfen oder allergisches Asthma und vertragen bestimmte Nahrungsmittel nicht. Und dann kommt dazu, dass das Einschränkungen im täglichen Leben sind, leuchtet wohl jeden ein. Der Juckreiz belastet teilweise Tag und Nacht. Verschiedene Berufe dürfen nicht ergriffen werden, habe ich schon erwähnt. Immer sollte man sich einschmieren, nach jedem Baden, nach jedem Duschen, nach allem einschmieren. Und dann, da kommt das Belastende, ich möchte jetzt noch nicht über die Behandlung reden, aber für viele das Belastende dazu. Und dann gibt es doch fast nur das Cortison und das ist doch so gefährlich. Dann gibt es, und das ist für uns das besonders Schwierige bei dieser Krankheit, wo wir zwar sehr viel verstehen, aber die exakte Ursache nicht kennen. Es gibt für diese Betroffenen nicht den einen Auslösefaktor. Zu uns kommen Mütter, teilweise inzwischen auch Väter, mit den Kindern im jugendlichen Alter, im Kindesalter daher und sagen, sagen Sie mal, welches Nahrungsmittel bei meinem Kind diese Neurodermitis auslöst. Wir sind ja bereit, alle Konsequenzen zu ziehen. Und da zeige ich Ihnen ein sehr buntes Bild von Thomas Werfel. Der hat eben aufgezeigt, dass bei der Neurodermitis nicht nur ein bestimmtes Nahrungsmittel verstärkend sein kann, sondern es sehr häufig unterschiedlichste Aspekte sind. Infektionen der Haut, Allergene, die man einatmet, Klima im Winter, wenn es trocken ist, hautreizende Substanzen, hormonelle Faktoren, Nahrungsmittel können eine Rolle spielen. Das heißt, es gibt bei der Neurodermitis nie den einen Faktor und den meidet man und dann ist die Krankheit geheilt, sondern es ist sehr häufig oder fast immer ein wirklich für die Betroffenen schwieriges Leiden. Und dann sehen Sie hier schon, was auch hier in diesem Bogen drinnen ist, obwohl Thomas Werfel in Hannover sehr, sehr, sehr konservativ denkt, vielleicht wie ich es tue, immer nur die Haut im Vordergrund sieht, aber auch der psychische Stress kann bei dieser Krankheit den nächsten Schub schon wieder herausrufen. Wir sehen Patienten, die sagen, ich weiß, ich komme in Stress, Schularbeiten und so weiter und meine Haut blüht wieder auf. Und, das möchte ich zu dieser Krankheit auch sagen, muss ich dazu sagen, weil wir die exakte Ursache, wo beginnt das Ganze, nicht wirklich kennen, können wir die Krankheit auch nicht heilen. Bis zum Jahr, da komme ich dann drauf zurück, aber eben nicht heilen.
Und jetzt noch zur dritten Krankheit, über die ich ein bisschen intensiver länger reden möchte, zu der ich schon einmal hier reden durfte, Urtikaria oder Nesselausschlag. Jeder kennt es, wenn man so in Brennnesseln fällt, weiß man, wie das ausschaut. Das brennt dann ganz kurzfristig, hört wieder auf und ist wieder erledigt. Die Haut ist zwar unangenehm, kann ein bisschen quälend sein. Kurioserweise, es gibt ganz unterschiedliche Formen von Juckreiz. Sie kennen das alle. Bei manchen Juckreiz kratzt man sich blutig. Bei dem Juckreiz kann höllisch jucken, aber da kratzt man sich nie, sodass man nachher auch nie Kratzspuren sieht. Heilt also narbenlos ab, häufig begleitet von Schwellungen, zum Beispiel im Lippenbereich. Und dann fragt sich der Patient, ich weiß jetzt nicht, woher das kommt. Wenn man Brennnesseln fällt, weiß man, woher es kommt. Aber das heilt in einer halben Stunde wieder ab, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Aber viele dieser Patienten wissen es nicht. Das tritt einfach über Nacht auf und kommt dann und besteht kein offensichtlicher Auslöser. Und das kann sich über Wochen und Monate und Jahre ziehen. Und wir sind nicht imstande, den Betroffenen zu sagen, wie lange es jetzt wirklich dauern wird. Ich möchte nur ganz kurz über die akute Urtikaria reden, weil die am einfachsten abzuhandeln ist. Das ist der kurzfristig auftretende Nesselausschlag, wie Sie es rechts sehen, mit den entsprechenden Brennnesselbildern dazu, tritt auf. Ursache leuchtet häufig ein. Brennnesselkontakt, bestimmte Nahrungsmittel verträgt man nicht, bestimmte Medikamente hat man genommen und hat schon öfters nicht vertragen, dann wird man es auch in Zukunft nicht vertragen, aber das gehört dann abgeklärt. Wenn die Ursache nicht offensichtlich ist, ist trotzdem tröstlich das sogenannte Antihistaminika, das sind Medikamente, die heute vielfach bewährt sind, eigentlich meistens ganz gut wirksam sind, um diesen Juckreiz zu unterdrücken, bis die Krankheit wieder weg ist. Und dann kriegt halt die Krankheit meistens innerhalb von wenigen Tagen bis wenigen Wochen ab, ob man jetzt die Ursache gefunden hat oder nicht. Aber es sind dann nicht so wenige Patienten, die überbleiben. Das geht weiter. 6 Wochen und länger. 6 Monate, 6 Jahre. Ob sie also abheilt oder nicht, können wir nicht vorhersagen und der Patient weiß es natürlich auch nicht. Da sprechen wir dann von der sogenannten chronischen Urtikaria. Diese kann Monate bis Jahre anhalten, Beschwerden machen. Daneben gibt es noch andere Urtikaria-Formen, über die ich jetzt nicht wirklich detailliert eingehen möchte, über die ich gerne dann reden kann, die sind mit der verwandt. Und jetzt möchte ich ein bisschen einsteigen mit etwas, was uns im klinischen Alltag in den Ordinationen als Ärzte tagtäglich begleitet, die sogenannten Leitlinien. Die sollen uns ja wie leise den richtigen Weg zeigen bei der Abklärung von Patienten und bei der Therapie von Patienten. Das wird häufig so ausgeführt. Leitlinien sind doch nur Leitlinien. Die schreiben uns vor, was ich zu tun hätte. Ich weiß selbst, was zu tun ist. Nun, das ist leichter gesagt als getan. Sie sind auch nur Schienen, auf denen wir fahren sollten. Wir müssen uns nicht dran halten. Aber da auf diesem Gebiet gibt es eben bei der chronischen Urtikaria, die also länger als 6 Wochen dauert, gibt es eine sehr schöne Leitlinie in der höchsten Entwicklungsstufe, S3 ist es, wo die jetzt gerade in Überarbeitung ist, muss ich dazu sagen, darum ist sie so rot durchgestrichen, wo auch die österreichische Gesellschaft mitgearbeitet hat. Da gibt es viele Formen, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte. Aber wenn Sie dann die Ursachen anschauen, die in den Leitlinien drinnen stehen, solch ein Nesselausschlag kann ausgelöst werden durch Allergien, ganz klar. Patienten wissen es, ich bin auf Penicillin allergisch. Jedes Mal, wenn ich Penicillin-Tabletten nehme oder in sonstiger Form bekomme, entwickle ich diesen teilweise sehr dramatischen Nesselausschlag, aus dem dann sogar noch mehr werden kann. Infekte oder Fokalgeschirr, chronische Entzündungen im Nasenraum können oder im Zahnbereich können solche Ursachen sein. Eine Fehlbesiedelung des Darmes, selten, aber ist eine mögliche Ursache. Und dann sehen Sie schon bei dieser Aufzählung, die ist von dieser Leitlinie heraus, darum habe ich sie auch rot angestrichen, auch psychische Ursachen können eine Rolle spielen, wobei das dann häufig etwas umstritten insofern ist, wir finden ja häufig die Ursache nicht. Und darum bleibt dann am Schluss dieses verschämte idiopathisch über. Idiopathisch verwenden wir in der Medizin für wir wissen es nicht, wir kommen nicht drauf. Das sagt man ungern, dass wir nicht drauf kommen, aber wir untersuchen dann die Patienten durch und durch und durch und durch und finden nichts. Die haben den chronischen Juckreiz, können vielleicht nicht nachts nicht schlafen, das schon monatelang immer wieder.
da wird die Seele belastet. Die Seele führt zum nächsten Schub, da fragt man sich dann, was kommt zuerst? Die psychische Belastung oder die uns unbekannte Ursache? Da gibt es auch eine sehr schöne weltweite Leitlinie, ich möchte es ein bisschen als Eigenlob nennen und erwähnen, wie solche Leitlinien auch zustande kommen. Sie sehen meinen Namen hier auf dieser ganz wichtigen weltweiten Leitlinie an zweiter Stelle. Das ist nicht, weil ich der Zweitbeste auf der Welt bin, bitte, sondern das ist, weil ich halt so einen Familiennamen habe, der mit A beginnt. Und wir haben nach dem ersten Autor alles alphabetisch geordnet. Und man muss sich also die Eltern aussuchen, die einem den entsprechenden Namen geben. Aber wie gesagt, diese Leitlinie ist sehr, sehr wichtig, gilt eigentlich für die ganze Welt und hat unser Leben insofern ganz dramatisch vereinfacht. Wir haben früher Betroffene durchuntersucht. Wir müssen doch etwas finden. Die Durchuntersuchungen waren für die Betroffenen belastend, weil man ja viele Röntgenuntersuchungen gebraucht hat und das und jenes und jenes und das. Und wir haben die Ursachen nicht gefunden. Sie waren also belastend, aufwendig und frustrierend. Wir haben dann zwar dem Patienten gesagt, wir finden nichts Ernsthaftes. Er hat dann gefragt, und warum habe ich meine chronische Urtikaria? Und da hat die Leitlinien ganz klar gesagt, Schluss damit, die Durchuntersuchungen machen meistens keinen Sinn, aufhören damit, außer es liegt etwas auf der Hand, dann gehört es ausgeschlossen. Die Therapie wurde durch die Leitlinie deutlich einfacher. Wir haben jetzt eigentlich nur noch, je nachdem wie man zählt, zwei Medikamente, die wir bei der Krankheit einsetzen sollten. Früher haben wir die Wahl zwischen 20 gehabt. Viele davon haben nicht besonders gut gewirkt und mehr Nebenwirkungen als wirklich wirksam gehabt. Das heißt, wir haben nur noch drei Stufen, nur noch Antihistaminika, nur noch moderne Antihistaminika, nicht mehr die guten alten, die jahrzehntelang verwendet wurden, aber müde gemacht haben, aber zu viele Nebenwirkungen hatten. Wir sollten weniger probieren und wir können uns das auch deswegen leisten, weil wenn der Patient auf diese erste Stufe mit Antihistaminika und auf die zweite Stufe mit höheren Dosen von Antihistaminika nicht reagiert, dann haben wir jetzt Präparate, seit neuestem erst, sage ich dazu, und wir haben sie zufällig entdeckt, möchte ich ein bisschen darauf einsteigen, nicht der Werbung wegen, sondern wie es in der Medizin eben auch spielt, ist ein neuer Antikörper, den ich ganz unten angeführt habe, der Name kommt dann gleich, der wurde zufällig entdeckt, dass er bei der Krankheit fantastisch wirkt. Und viele unserer Patienten sind mit diesem Antikörper beschwerdefrei. Wir wissen nicht, warum er wirkt, wir wissen aber, dass er bei den meisten wirkt und das ist immerhin erfreulich. Das ist so ein Antikörper, die haben ja alle so schöne Namen, diese neuen im Reagenzglas entwickelten Antikörper. Der hat den Namen Omalizumab, ganz leicht zu merken natürlich, ist ein Antikörper, der IgE-Moleküle abbindet. Und die die Leitlinie hat also dazu geführt, dass wir die Patientinnen und Patienten nicht mehr ewig durchuntersuchen, sondern ganz gezielt einige wenige Sachen anschauen, um gefährliche Ursachen auszuschließen, dann moderne Antihistaminika geben und dann bleibt fast nur noch diese Antikörper über. Und ich möchte jetzt ganz kurz über diesen reinen Exoten sprechen, den wir aber für nicht so wenige Patienten einsetzen. Der wurde ganz, ganz, ganz gezielt entwickelt für Patienten mit schwerem allergischen Asthma. Da spielen diese IgE-Antikörper eine wichtige Rolle. Und dieser Antikörper holt diese IgE-Antikörper aus dem Blut der betreffenden Personen heraus und dämmt auch die Neubildung ein. Das Präparat wurde 2003 in den USA zugelassen, 2005 in Europa, bei Kindern 2009. Und, jetzt sage ich etwas dazu, obwohl er sehr, sehr gut wirksam sein sollte, er hat die Hoffnungen nicht ganz erfüllt. Bei vielen Patienten nicht das gebracht, was man sich eigentlich erwartet hätte. Und dann hat jemand diesen Antikörper aus ganz bestimmten Überlegungen heraus bei dieser chronischen Urtikaria eingesetzt, wo diese IgE-Antikörper eigentlich keine Rolle spielen, wo ich gesagt hätte und auch gesagt habe, warum macht man das? Es gibt ja keinen guten Grund dafür, die einzusetzen. Und da wirkt dieser Antikörper fast Wunder. Nicht bei 100% der Patienten, sondern bei ungefähr 90%. Aber die haben monatelang ihre Urtikaria, die quälend ist, und bekommen diese Antikörper infundiert und sind weitgehend beschwerdefrei.
Nebenwirkungen praktisch keine. Ein kleines Problem, die Kosten sind sehr hoch. Alles andere ist bestens und die Zufriedenheit unserer Patienten sehr, sehr groß. Ist das Problem damit, diese chronischen Urtikaria gelöst für die betroffenen Patientinnen und Patienten? Jein, sage ich dazu. Bei denen wir die Ursache nicht finden, da müssen wir die Ursache lösen. Oder bei denen wir sie finden, müssen wir die Ursache lösen. Bei denen wir sie nicht finden, die brauchen den Antikörper auf vielleicht Wochen, Monate und Jahre hinaus. Und wir können nicht sagen, warum sie den brauchen. Sie brauchen ihn, weil sie die Krankheit haben. Vielleicht, Sie sehen das hier, ich kann es vielleicht nicht optimal zeigen, aber Sie sehen es hier, die Patienten bekommen den Antikörper am Tag 0 da unten am linken Pfeil aufgetragen und die gelbe Linie zeigt Ihnen, die Beschwerdesymptomatik dieser Patienten reduziert sich auf bei den meisten Patienten auf 0 innerhalb weniger Tage. Und dann, wenn man mit der Therapie aufhört, also nach dem dritten Pfeil wieder aufgehört, dann gleicht sich die Kurve dem alten Zustand wieder an, weil die Therapie eben nur die Krankheit unterdrückt und das sehr suffizient und ohne, weitgehend ohne Nebenwirkungen, aber halt eben nur, solange der Patient den Antikörper hat. Erst die Gabe subkutan, also unter die Haut und danach alle 28 Tage bis zur Selbstheilung der Krankheit. Jetzt gehe ich eine Stufe weiter. Zur Neurodermitis, Sie sehen hier so ein Kind, die haben sehr viele von diesen IgE-Antikörpern im Blut, von denen ich Ihnen gesagt habe, dass dieser Antikörper, dieser Omalizumab-Antikörper, diese Antikörper herausholt. Da müsste man eigentlich, da haben wir alle sehr gehofft, beim Asthma haben wir gesehen, es wirkt bei vielen Patienten sehr gut, bei manchen bringt es nicht ganz so viel. Wir haben gehofft, bei der Neurodermitis muss es Wunder wirken. Es war enttäuschend. Es war enttäuschend. In manchen Studien waren die Wirkungen recht befriedigend, aber insgesamt enttäuschend. Und ich will damit aufzeigen, wir werden in der Medizin, ich hoffe, das so sagen können, immer gezielter, immer genauere Behandlungen. Wir wissen jetzt, warum wir was einsetzen bei Krankheiten. Und hier haben wir geglaubt, beim Asthma wirkt Wunder. Hat es nicht bei allen Patienten getan. Bei der Neurodermitis sollte Wunder wirken, hat es nicht getan. Bei der chronischen Urtikaria, wo wir nichts erwartet hätten, ich zumindest nichts erwartet hätten, wirkt es Wunder. Auch das gibt es in der Medizin. Jetzt komme ich ein bisschen zur Neurodermitis, wenn also dieser Antikörper es bei den meisten der Patienten nicht wirklich bringt. Diese Neurodermitis kann, wie ich schon gezeigt habe, kann wirklich den Einzelnen über die Jahre und Jahrzehnte ganz, ganz massiv belasten. Sie kann auch mild verlaufen. Aber was alle Betroffenen brauchen ist, und das ist ganz im Grünen unten dargestellt, ich habe es auch übersetzt noch, Hautrückfetten, Eincremen, die Reizstoffe natürlich meiden, sofern sie bekannt sind. Die Auslöser, wenn man sie denn erkennt, ich habe schon gesagt, wie leicht oder schwierig das bei vielen Fällen ist, natürlich erkennen und dann auch meiden. Das gehört für alle Neurodermitiker als Basis eingeführt. Ganz, ganz wichtig. Dieses chronische Einfetten ist natürlich für viele sehr belastend. Ein-, zweimal am Tag, wirklich. Aber das sind halt die Behandlungen, die jeder machen muss. Wenn die Krankheit doch ausgeprägter ist, also mild to moderate, wie das im Englischen heißt, das heißt milde Formen bis schon etwas fortgeschritten, nicht moderat, sondern etwas mehr, dann wirken eigentlich im täglichen Einsatz vor allem die schwachen bis mittelstarken Cortisonsalben und Cortisoncremen und auch Präparate, die als Cortisonersatz entwickelt wurden, bringen bei vielen Patienten sehr viel. Ich komme dann auf das Cortison noch ein bisschen zu sprechen, weil das auch für viele Betroffene ein Reizwort ist. Im Schweregrad 3, den wir genau einteilen müssen aufgrund der Symptome der Betroffenen, sind dann schon die mittelstarken Cortisonpräparate und die topischen Immunmodulatoren. Und bei der Stufe 4, also bei den ganz ausgeprägtesten Formen, die können wirklich extrem belastend sein, muss man die Therapie systemisch geben, zum Beispiel Immunsuppressiva wie Cyclosporin oder bestimmte UV-Therapieformen oder andere Therapeutika, auf die ich jetzt hier nicht eingehen möchte. Druck als Dermatologinnen und Dermatologen
die Krankheit kann man heute ganz gut in den Griff bekommen. Nicht heilen, möchte ich gleich betonen, was für die Patienten nicht sehr befriedigend ist. Aber wir haben das Gefühl, das geht recht gut und bei stationären Aufnahmen der ausgeprägtesten Fälle, das bringt man recht gut hin. Schwierig ist das tägliche Leben für den Betroffenen. Er muss sich immer pflegen und das kann belastend sein. Er muss immer aufpassen, was er denn besser nicht tun sollte. Und ich habe Ihnen schon einleitend gesagt, auch der Stress kann eine massiv belastende Rolle ausüben. Immer Cortison. Man kommt zum Hauptarzt, man kommt zum praktischen Arzt und was bekommt man? Cortisonsalben, Cortisoncremen. Und da wissen wir doch alle, das macht doch Nebenwirkungen, äußerlich wie innerlich. Hier etwa diese Bekannten, wir haben einen deutschen Namen dafür, der ist für viele nicht zutreffend, das sind diese sogenannten Striadestensia auf Lateinisch, auf Deutsch haben wir nur den Begriff Schwangerschaftsstreifen oder dieses Vollmondgesicht, das will man doch wirklich nicht haben. Da muss ich auch gleich dazu sagen, oder andere Immunsuppressiva, die Präparate des Immunsystems unterdrücken. Und die Kehrseite, ich komme dann gleich auf diese Cortisonsalbe, auch positiv zu sprechen, die Kehrseite ist die häufigste Ursache in vielen Studien, warum Patienten auf die Neurodermitis-Behandlung nicht ansprechen, ist, weil sie die Cortisonsalben fürchten und nicht verwenden. Die weitaus häufigste Ursache, gut bekannt, wegen Angst vor Nebenwirkungen. Der Ausweg sind dann häufig alternativmedizinische Methoden, häufig nicht sehr viel bringen, die wirken häufig wie Placebos, Scheinmedikamente, manchmal schaden sie sogar, oft kosten sie auch etwas. Und übrig bleibt Frustration natürlich, Stress und der ist wieder schlicht für die Haut. Um jetzt doch ein bisschen etwas zu den Cortison-Präparaten zu sagen, ah, da komme ich gleich darauf zurück. Ist hoffnungslos? Hoffnungslos ist gar nichts. Wir haben jetzt die Leitlinie, eine moderne Leitlinie auf diesem Gebiet. Da wird an ganz obere Stelle gestellt, Beratung und Schulung der Betroffenen, der Kinder, der Erwachsenen, die dazugehören. Da gibt es in Deutschland die Schulungen, die von den Versicherungen gezahlt werden. Die setzen sich bei uns noch nicht so recht durch, aber da kann man doch sehr vieles lernen. Und dann vielleicht ein Wort eben zu den Cortisonsalben. Cortison ist nicht Cortison. Wir kennen die Gefahren der Cortisonsalben sehr gut. Die stammen aus der Zeit, aus den 60er, 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts, wo diese Cortisonsalben kritiklos eingesetzt wurden, weil man die Gefahren nicht gekannt hat, die ganzen Nebenwirkungen, die teilweise grauslich waren, gesehen hat, die kennen wir jetzt. Und da können wir auf zweierlei Weise dagegen reagieren. Das eine ist, es gibt jetzt seit bald 20 Jahren neue Cortisonpräparate, die gleich wirksam sind und viel weniger Nebenwirkungen haben. Ich frage mich immer wieder, warum die anderen überhaupt noch eingesetzt werden, aber das hat ein bisschen mit dem Traditionsbewusstsein auch von manchen Ärzten zu tun. Und das Zweite, was wir gelernt haben, wir haben früher häufig diese stark wirksamen Präparate, wenn sie mit einmal täglich nicht ausreichend sind, dann geben wir es doch zweimal täglich oder gar dreimal täglich. Zweimal täglich und dreimal täglich bringt nicht mehr als einmal täglich. Und einmal täglich bedeutet nur ein Drittel der Dosis. Das heißt, wir setzen sehr viel weniger ein, und haben dieselben Erfolge. Wie gesagt, die modernen Präparate sind besser, nämlich sicherer und sie machen auch bei längerer Anwendung nicht die Nebenwirkungen. Wir wissen das selbst bei Kleinkindern, wo man eines der dieser Präparate über Monate gegeben hat und es keine von den bekannten Nebenwirkungen gemacht hat. So den topischen Immunmodulatoren, die werden sehr viel seltener gegeben. Die haben eine gute Wirkung, sie sind auch sicher, aber sie wirken nicht so schnell wie die Cortisonpräparate. Und darum setzen die meisten Patienten und auch viele Ärzte sie frustriert und viel zu schnell wieder ab und dann bringen sie auch die Wirkung nicht. Nun, die Zukunft, leitlinienkonforme Behandlung, in dieser Leitlinie für Ärzte steht sehr vieles drinnen, man müsste sie nur auch lesen, ich muss dazu sagen, sie hat auch über 100 Seiten, ist mühsam zu lesen. Und vielleicht möchte ich an dieser Stelle auch etwas betonen, und das gilt letztlich für alle diese drei Krankheitsbilder, die ich Ihnen jetzt ein bisschen herausführen darf, also für die Schuppenflechte, für den Nesselausschlag und für die Neurodermitis. Es gibt nicht die Behandlung,
die für alle Patientinnen und Patienten gleich wäre. Darum gibt es auch nicht die Standardrezepte. Es braucht jeder Patient, jede Patientin eine individualisierte Behandlung, die möglichst abgestimmt ist auf die Probleme des Einzelnen. Das sagt sich natürlich sehr leicht, das ist mir völlig klar, das sagen mir auch die Mitarbeiter an der Klinik. Dann muss ich ja mit jedem Patienten eine halbe Stunde reden, das ist doch nicht drinnen, das geht doch nicht. Da haben wir unsere Probleme, ganz klar. Aber es gibt eben nicht die Standardbehandlung, die bei allen gleich und gleich gut wirkt und gleich Nebenwirkungen haben, sondern wir müssen die Therapie auf die einzelne Person, seine Lebensgewohnheiten, seine Auslösefaktoren und so weiter abstimmen. Um jetzt ein bisschen zur Schuppenflechte noch überzuleiten, ein ganz interessantes Kapitel in den letzten Jahren. Auch hier tut sich sehr vieles in Leitlinien, auf die ich Ihnen dann gleich kommen werde im Detail wiederum. Die Schuppenflechte stellt eben eine sehr häufige und fast immer chronisch verlaufende Hauterkrankung dar. Was ich schon gesagt habe, die erkrankten Patientinnen und Patienten leiden an einer deutlichen Einschränkung der Lebensqualität durch ihre Erkrankung. Viele dieser Betroffenen haben, obwohl das schon reichen würde, nicht nur die Hautprobleme, sondern manche haben auch Gelenksprobleme, sehr ausgeprägte Gelenksprobleme. Manche der Patienten haben auch andere zusätzliche internistische Erkrankungen, die das Krankheitsbild ernster machen. Die aktuelle Versorgung, das sind alles Sätze aus dieser Leitlinie heraus. Die aktuelle Versorgung und die Leitlinie wendet sich an die Ärzteschaft. Gibt zwar auch eine in der Schuppenflechte, also im Internet ist es für jeden abrufbar, sowohl was an die Ärzte geschrieben ist, als auch was an die Laien geschrieben ist, an Nichtärzte, an Betroffene. Das sind alles Sätze, die ich hier direkt zitiere. Die aktuelle Versorgung, die wir Ärzte zu unseren Patientinnen bringen sollten, führt zu einer geringen Zufriedenheit mit den Therapien. Zudem besteht eine schlechte Adhärenz. Das heißt, wenn wir die Betroffenen nicht ins Boot holen, nicht überzeugen können, machen sie das auch nicht. Und dann wirkt es auch nicht und dann sind die Patientinnen und Patienten eben auch unglücklich. Ein weiterer Satz aus dieser Leitlinie: Es bestehen Unsicherheiten bei der Anwendung systemischer Therapien, also Substanzen, die man nicht auf die Haut gibt, sondern den Patienten zum Beispiel injiziert oder in Tablettenform gibt. Und es besteht eine Unterversorgung von Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Schuppenflechte mit den systemischen Therapien. Das wissen wir einfach aus den Zahlen. Wir wissen einfach, viele Patientinnen und Patienten bekommen nicht die Behandlung, die sie eigentlich bräuchten. Und dann muss man natürlich auch bedenken, die Gesamtkosten durch die Erkrankung stellen eine hohe volkswirtschaftliche Belastung dar, weil viele dieser Betroffenen nicht wirklich voll einsetzbar sind. Um jetzt ein bisschen zurückzugehen, das war der Pfleger Hansl an der Klinik, an der ich meine Ausbildung in Tirol begonnen habe. Ich habe die Ausbildung 1978 begonnen, darum zeige ich das Bild immer ganz gerne. Da hat er seinen Kalender in der Tasche. Und damit diese Patienten mit einer Schuppenflechte, der Patient hat eine andere Form der Schuppenflechte, die aber genauso anspricht auf die Therapeutika wie die Formen, die ich Ihnen gezeigt habe. Das war damals eine Kunst. Nur wir Hautärzte haben gewusst, welche Salbe die beste für den jeweiligen Patienten ist. Dann war es ein extrem mühsames Auftragen. Die Patienten waren Wochen bis Monate an der Klinik, bis sie dann endlich halbwegs abgeheilt waren. Wir haben hier an der Hautklinik in Graz eine extra Station für diese Patienten gehabt, also wo nur solche Schuppenflechte-Patienten fast das halbe Leben verbracht haben, durch jetzt etwas überspitzt formulieren. Das war unsere Kunst, damit haben wir gelebt. Die haben wir abgegeben, diese Kunst. Wir setzen diese alten Präparate nicht mehr ein, wenn wir modernere Präparate haben, auf die komme ich ein bisschen zu sprechen. Und das stammt jetzt aus der nicht allerneuesten Leitlinie, die gerade aufgelegt wird, sondern auf der neuen Leitlinie. Und Sie sehen, uns hat damals, also vor 30 Jahren, vor knapp 40 Jahren, haben uns Präparate zur Verfügung gestanden, die wir heute sehr ungern einsetzen. Ditranol, das ist ein teerähnliches Produkt, dann die Teere, die als zweite eingekreist sind, und dann Cortisonpräparate. Das
war es eigentlich, was wir damals hatten, und damit mussten wir das Auslangen finden. Nicht ganz überraschend haben wir damals den Patientinnen und Patienten einzureden versucht, manchmal ist es uns gelungen, häufig nicht, dass das ja nicht so schlimm ist mit dieser Krankheit. Sie sollen damit zu leben lernen und sollen halt ihren Körper bedecken sozusagen. Was wir dann auch noch hatten, wir hatten ein Präparat für die sogenannte systemische Behandlung, die man also ein Injektionspräparat, Methotrexat, das wir seit 50 Jahren ganz gut kennen, das man auch in der Chemotherapie einsetzt, auch ähnliche, in hohen Dosen ähnliche Wirkung hat, wie wir sie alle negativ von der sogenannten Chemotherapie her kennen. Das haben die Patienten natürlich gefürchtet. Und wir haben damals sehr wenig gehabt und die Patienten mussten wirklich langfristig und mühsam betreut werden. Jetzt in der Zwischenzeit haben wir sehr viel mehr Präparate. Wir haben all diese Sachen, die ich jetzt nicht eingekreist habe, sind dazugekommen und haben sehr unterschiedliche und teilweise sehr, sehr, sehr gute Wirkungen. Von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich in den Zulassungsbestimmungen. Und dann da hinten kommt jetzt eine Gruppe seit 14 Jahren, die sich so anschleicht und die unsere Schuppenflechtetherapie revolutioniert. Und Sie sehen fast überall solche Abbinden, wie ich Ihnen schon geschildert habe. Omalizumab, das steht für MAP, für Antikörper, ein Adalimumab, ein Infliximab, ein Ustekinumab und letztes Jahr ist ein Secukinumab. Wir müssen uns das alles merken. Jetzt kommt dann ein Ixekizumab auf den Markt. Die haben natürlich alle für Sie viel, sehr viel schönere Namen, aber wir müssen uns diese Namen merken. Und diese Präparate, diese neuen Wirkstoffgruppen, die wirken, oder ich bleibe vielleicht noch bei dem, ganz kurz, was dann natürlich auf dieser Leitlinie jetzt nach oben steht, ist, begleitend zu all diesen Lokaltherapieformen und zu diesen systemischen Therapieformen, begleitend dazu wäre häufig auch eine psychosoziale Behandlung, Betreuung der Betroffenen wichtig. Nun, in diesen Leitlinien, kommen wir jetzt gleich auf das, was ich schon angefangen habe zu sagen, auf diesen Leitlinien für uns Ärzte, die aber für jeden im Internet aufrufbar sind, da steht dann sehr schön alles zu den verschiedenen Therapieformen, hier etwa die systemischen Therapieformen, wie gut sie wirken, da kriegen sie ein Kreuz bis zu drei Kreuz, also ein Präparat zum Beispiel, das wir für recht gut halten, hat nur ein Kreuz von der Wirksamkeit. Das Evidenzniveau, wie gut ist die Datenlage, wie gut sind die Studien, die Sicherheit und die Verträglichkeit abgestimmt aufeinander, die Praktikabilität für den Patienten, die Praktikabilität für den Arzt, Kosten und Nutzen. Das wird dann alles so gewichtet und dargestellt und wir müssen dann für Sie als unsere Patientinnen und Patienten im Einzelfall die beste Behandlung finden. Und da finden Sie halt, dass manche der Präparate, die eine fantastische Wirksamkeit haben, die für die Patienten sehr, sehr praktikabel sind, drei Kreuz in der Wirksamkeit, sehr, sehr gute Datenlage, zwei Kreuz in der Sicherheit und Verträglichkeit, zwei Kreuz bei der Sicherheit und Verträglichkeit auch auf Dauer hinaus, bei der Praktikabilität sogar drei Kreuz. Am Schluss bleibt nur ein Kreuz über. Warum? Warum diese Diskrepanz? Alle diese neuen Präparate sind sehr, sehr, sehr teuer. Die ruinieren unser Kostensystem völlig. Sie sind teilweise oder größtenteils ihr Geld wert, sage ich gleich dazu, bei den schwerkranken Patienten, wo andere Therapiemaßnahmen es nicht bringen. Aber vor diesen Listen stehen wir und mit diesen Listen müssen wir sie auch behandeln. Und da werden dann natürlich auch durch die Medien teilweise Wünsche gewickt. Eine Injektion pro Monat und Sie sind geheilt. Das möchte natürlich jeder mit einer ausgeprägten Schuppenflechte. Wenn man dann alle anderen Parameter dazu vergleicht, kann das etwas anders ausschauen. Und jetzt, um eben ein bisschen diese Biologiker, die häufig mit diesem Zusatz MAP verbunden sind, die Zukunft oder doch nicht bei diesen Krankheitsbildern, da habe ich ein bisschen im Internet nach Stichworten gesucht, wie man das für den heutigen Abend verkauft. Eines dieser Präparate zum Beispiel, das unter Namen Stelara im Handel ist, wirkt gut bei Patienten, die beides haben. Die Krankheitsbilder, die Neurodermitis und die Schuppenflechte,
schließen sich ja fast aus. Wer eine ausgeprägte Neurodermitis hat, hat mit größter Wahrscheinlichkeit keine ausgeprägte Schuppenflechte und umgekehrt natürlich. Aber es gilt nicht ganz. Wir haben Patienten, die beide Krankheitsbilder überraschend stark gemeinsam haben, was sich an sich fast widerspricht. Und da wirkt das Präparat überraschend gut. Dupilumab, ein überzeugender Extrakt, das habe ich alles aus einer relativ objektiven Datenbank herauskopiert einfach, ist ein überzeugender, extrem vielversprechender Wirkstoff mit geringen Nebenwirkungen. Bei Neurodermitis, er kommt allerdings erst auf den Markt. Die Zulassung des Interleukin-4-Antikörpers ist für Ende 2016 vorgesehen gewesen. Das wird es nicht packen. Der wird wahrscheinlich extrem teuer sein und er wirkt bei manchen Patienten mit Neurodermitis sehr, sehr, sehr gut. Bei manchen bringt er gar nichts und es wird unsere Kunst sein, ihn dort einzusetzen, wo er sehr viel bringt und nicht dort zu verschwinden, wo er gar nichts bringt. Ein anderer Antikörper, der noch in der Entwicklung ist, hat sehr gute Aussichten, Neurodermitis und Juckreiz zu behandeln und dann umgekehrt herum Präparate, wie zum Beispiel die sogenannte TNF-Alpha-Blocker, die bei der Schuppenflechte sehr, sehr gut wirken, wirken bei der Neurodermitis eher schlecht oder gar nichts. Das heißt, die Biologika sind zielgerichteter und wirken aufgrund der Zielgerichtetheit manchmal überraschend oder sehr, sehr gut, manchmal überraschend nicht. Sie sind aber meistens sehr, sehr teuer und sind nicht für alle Betroffenen gleich hilfreich. Ich komme jetzt schon ein bisschen mit meiner Rundreise zum Abschluss. Haut und Spiegel der Seele. Ich habe das aus dem Internet heraus kopiert, das lässt sich ja machen. Wir alle wissen, wie wichtig die Sonne für uns ist. Die Sonne macht, ich habe das auch direkt abgeschrieben aus einer medizinischen Datenbank, die Sonne macht natürlich glücklich, gut gegen Herbst-Winter-Depressionen, Beitrag zu erholsamem Schlaf, gut für die Knochen, also gegen die Osteoporose, weil es einfach die Bildung von Vitamin D ankurbelt und auch hilfreich bei vielen Hautkrankheiten. Das heißt, viele Patienten mit Schuppenflechte profitieren sehr gut von vielen Qualitäten, die auch das Sonnenlicht hat, nämlich bestimmten UV-Strahlen. Vielen tut das sehr, sehr gut. Das Gleiche gilt für die Neurodermitis. Die meisten Patienten mit Neurodermitis, 80-90%, geht es im Sommer sehr viel besser, vor allem im Zusammenhang mit Meeresaufenthalten. Das Salzwasser tut ihnen wirklich sehr gut und je mehr der Winter kommt, umso schlechter geht es ihnen. Die Sonne, dass sie lebensnotwendig für uns auf Erden ist, ist absolut klar. Aber wir sehen also alle diese ungeheuer positiven Eigenschaften. Wir in der Dermatologie sehen natürlich auch diese andere Seite. Macht uns die Sonne alt und krank? Und da möchte ich noch ein bisschen ausholen, was also für die einen einerseits für die Therapie gut sein kann, für das Wohlbefinden gut sein kann oder gut ist. Hautkrebs ist der häufigste bösartige Tumor bei hellhäutigen Menschen. Der kommt durch die UV-Bestrahlung. Die Häufigkeit steigt seit einigen Jahrzehnten dramatisch an. Und das betrifft all die Hauttumore, die wir so kennen. Und ich habe Ihnen da so einen, ich darf das zeigen, das ist der Kopf eines Dermatologen, das hat auch geheißen, ich darf das so sagen. Der hat immer ganz gern die Sonne gehabt, der hat sie noch immer gerne. Und Sie sehen schon, das schaut so relativ unscheinbar aus, da aber wohin die Haare nicht geschützt haben. Wenn man dann genauer hinschaut, dann sieht man schon hier überall die Vorstufen von Hautkrebs. Das ist jetzt nicht von diesem Patienten, hier ein sogenanntes Basaliom oder hier ein Melanom, an dem man sterben kann, wenn es zu spät entdeckt wird. Und all das hat mit der glücklich machenden Sonne zu tun. Und wenn ich jetzt eben zum Haut und Spiegel der Seele komme, die Hautalterung ist eine Folge der glücklich machenden Sonne. Es gibt also Zusammenhänge zwischen der Haut und der Seele. Es gibt gute und es gibt weniger gute in der Beweisbarkeit. Hautkrankheiten, vor allem die chronischen, können und sind für viele Betroffene sehr, sehr belastend. Sie sind heute durchgehend und fast bei jedem Betroffenen gut behandelbar. Wichtig bei neuen Methoden ist immer das Abwägen zwischen Nutzen
und Risiko, die Kosten habe ich auch im Nebensatz erwähnt. Nicht alles, was teuer ist, ist auch teuer. Also alles, was gut ist, ist auch teuer, muss ich auch dazu sagen. Nicht immer gerechtfertigt ist die Resignation. Das heißt, mit all diesen Krankheiten kann man behandelt werden, erfolgreich behandelt werden. Und viele chronische Hautkrankheiten können wir also heute gut heilen, was wir nicht gut behandeln. Wir können aber etwa die Schuppenflechte und die Neurodermitis nicht heilen. Damit schließe ich ab. Ich bin knapp in der Zeit geblieben und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.